Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Drakes Projekt. Ja, ich werde jetzt im Einzelspieler eine Welt anfangen mit Megabiomes, also Large Biomes, und schauen wir mal, vielleicht werde ich dann die Welt in den Multiplayer versetzen oder sonst irgendwas. Aber weil der Multiplayer ja mit dem Attack of the Bee Team Mod nicht gut geht, ja nicht flüssig läuft, mache ich lieber auf dem Singleplayer, also eben mit dem Attack of the B-Team Mod Pack. So, wir machen eine Welt. Drake Projekt. Nein, groß. Wieso gehst du nicht groß? So. Wir machen Large Biomes an. Okay. Ich hoffe, es wird etwas Schönes. Ich will nicht allzu lange rennen. Und ja, mal schauen, wie es so geht. Ich habe viele coole Sachen auf dem Server entdeckt, die wir machen können. Und es wird auch ein bisschen lustig werden und spannend werden. Dafür sorge ich und ich hoffe, es geht so. Und wir sind direkt mal an einem schönen Ort gespawnt. Mit einem Ding. Mit einem Dorf und mit einer schönen Wiese. Machen wir hier den Spawn. Also drei Biome gleich in der Nähe. Sehr schön. Die Wiese könnten wir eigentlich bevölkern. Der rote Berg könnten wir als Wohnort oder so benutzen. Und hier haben wir schon mal einen Schwimmring. Die will ich haben. So, und wir verwandeln uns auch direkt. Das will ich aber nicht. Wer mein... Oh, wir nehmen den Baum. Genau, wir nehmen den Baum als Wohnort. Und wenn man anderes Projekt gesehen hat von Feed the Beast, eigentlich Feed the Beast, der Attack of the Bee Team, der weiß, ja, ich kenne mich ein bisschen aus, aber natürlich nicht viel. Und deshalb müsste ich noch ein paar Sachen anschauen. Ausfinden, aber wir werden sowieso nicht so effizient alles machen. Wir werden wir werden ein schönes Haus bauen und wir werden ein bisschen auf Abenteuer gehen, dann die Monster auch anmachen und so weiter. Aber das alles später. Ah, hier haben wir sogar noch einen Hut. Ich weiß nicht, der Hutmod geht manchmal nicht richtig. Jetzt muss ich da noch schauen. Oh, komm schon. Cool. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Raumuten. Eine Enterchest. Die nehme ich mit. So. Ha, geht der Mod jetzt? Nein, er geht nicht. Habe ich das umgestellt? Irgendwie stellt sich das automatisch um. Conflicting. Ha, 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 ha. Da, Teleport. Apostroph. Ha. Grave. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich ja nicht. Ja, es geht wieder. Also nehmen wir die Ender Chest. Haben wir mal die Ender Chest. Und hier haben wir Gummibaum. Sehr schön. Auch wenn ich nicht genau weiß, für was Gummi hier vonnöten ist, aber wahrscheinlich auch für Kabel und sonstigen Sachen. Aber das meiste kann man ja nachschauen. Für das, was man nicht nachschauen kann, gibt es ein Wikipedia. Das sollte also kein Problem sein. Ja, das müssen wir jetzt nicht noch anpflanzen. Solche großen Bäume will ich jetzt noch nicht fällen. Ich könnte aber den Ding-Mod reintun. Tree Captor Mod. So. Wir werden eine schöne Ding machen. Eine schöne Farm, weil es schön geregelt ist. Und eine Baumform. Die Baumform können wir eigentlich auch hier bauen. In diesem Biom.
Also wir werden alles geregelt machen und weiter weg werden wir eben die Monster anmachen und so weiter. Ich bräuchte noch ein Setzling, bitte. Und leider momentan halt nicht Multiplayer, aber es ist trotzdem das Drake-Projekt. Und ich will auch das Drake-Projekt mitmachen und nicht irgendwo andere Projekte. Weil halt dann später, wenn wir wieder nach Vanilla gehen oder so, wenn ich mehr Fans habe und so weiter, dann gehen wir, gehe ich wieder auf den Server, auf den Vanilla-Server und bauen dort weiter. Aber momentan ist er gefriest und ja, so leid es mir auch tut. Aber bei dem geht gar nichts. Also da habe ich wirklich auch keinen Bock, wenn niemand anders Bock hat. Da baut man auf an eine Wand und mehr nicht. So, die Blume nehme ich mit. Ein paar gelbe Blümchen nehme ich mit. Ich bräuchte hier noch ein bisschen Weizen. Ja, es gibt recht viel Weizen hier. Gut. Das sieht ein bisschen schlecht aus. Ne, machen wir das weg. Da haben wir ein einzelnes Haus. Besuchen wir das mal kurz. Hier könnten wir irgendwo ein Holzfällerhäuschen hinbauen. Und dann rings um den Wald ein bisschen bewirtschaften. Hier haben wir mal Ebereschenbeeren, Glasflasche. Die Kiste will ich mitnehmen. So. Und schön, dass es momentan nicht leckt. Das ist wirklich sauber. Das liegt aber auch an Fraps, wenn Fraps manchmal leckt. Oh, ist das ein schönes Häuschen. Habt ihr schön gemacht, Mutter. Hallo, Dorfbewohner. Hier haben wir die Tinkerers Construct Sachen. Ein Ebereschen Holzstück dort drin. Hier haben wir die Apothekerin. Machen wir lieber so. Sorry, dass ich dein Haus kaputt mache. Feuerfeste Puppe nicht gefunden. Was nicht gefunden? Jetzt habe ich sie aber gefunden. Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal an den Strand und suchen dort ein schönes Wohnörtchen. Wenn wir nicht den Baum nehmen, nehmen wir halt etwas anderes. Aber ich denke schon, der Baum ist wirklich schön. Du hast einen Kuchen und eine Figur drauf. Das ist das Buch. Muskel. Ich habe ja keine Muskel. Schade. Für später. Und der wird uns Brot geben. Hier haben wir einen schönen Friedhof. Oh. Aha. Das ist für den Ding-Mod. Necromancy-Mod. Nehmen wir später mit. So, das Haus, das Dorf werden wir natürlich schön umbauen. Aber momentan nicht. Zuerst mal ein eigenes Haus bauen. Mit schönen Dekorationen wie diese Blumen. Gut. Ich habe viel vor, also keine Bange, das Projekt wird sehr schön. Hier haben wir noch ein paar Blumen. Weil wir Kisten haben, können wir die Blumen schon mal mitnehmen. So, wir haben noch einen Platz. Gut, wo haben wir denn die Beeren? Hier. Ich will die Beerenbüsche mitnehmen. Hier hätten wir auch noch Beeren, also... Ja, recht cool hier. Oh, den Tintenfisch, den will ich haben. So, und den möchte ich eigentlich auch haben.
gut. Ja, hier haben wir recht schön. Ein schönes Wohnort. Ich mag auch die roten Steine, darum ist es eigentlich egal, ob die da sind oder nicht. Das ist doch optimal. Und haben wir hier einen Strand? Wir haben scheinbar hier keinen Strand. Ey, ist doch egal. Wir hätten einfach diesen... Oh, cool. Wir werden einfach hier diesen roten Ding wegmachen und werden daraus etwas bauen. Und weiter weg dann der rote lassen. So. Workbench. Oh, eine dunkle Workbench. Super. Dann hier Eichenholz. Da brauchen wir die Kiste gar nicht. So. Wir brauchen Stein. Und wir brauchen was brauchen wir? Ein bisschen Eisen wäre schon mal nicht schlecht. So. Also, mehr brauchen wir gerade nicht. Da können wir alles dann mal zumachen und so weiter. Aber wie soll ich jetzt runterkommen? Ich gehe jetzt hier runter. Ich baue mir jetzt hier eine kleine Höhle. So. Hier können wir eine schöne Höhle bauen. Nehmen wir 18 Stein. So, dieser Berg kommt wahrscheinlich sowieso weg dann. Je nachdem. Ja, das Gras ist halt nicht mehr so schön, aber komm, scheiß drauf. So. So, dann können wir nochmals eine Ding machen. Steinspitzhacke. So. Jetzt das rein. Den Ofen bitte setzen. So, und jetzt müssen wir aber das Eisen holen hier unten. Ich denke, wir machen das einfach so nach oben. Ah, wir haben eine Schaufel. Ja, so ist gut. Ich hab das Eisen falsch. So, ich hoffe, ihr seht noch genug. Ich könnte aber direkt Fackeln machen und ausleuchten. So, jetzt seht ihr es auch. Ja, also das wird ein super Projekt. Und ich hoffe, ich werde es länger spielen können, ohne dass irgendwas Schwierigkeiten gibt oder die Zuschauer nicht mehr schauen wollen, weil ich möchte gerne gut mit den Kollegen und so zusammenarbeiten, die mir, also Kollegen, ja, einfach die Zuschauer, die mich mögen, die dürfen natürlich auch gerne irgendwelche Vorschläge und so bringen. Und eventuell ist der bald dann als Server. Und dann könnt ihr auch drauf. Aber ich weiß es jetzt noch nicht. Und der Server ist offen auf Attack of the B-Team. Ist drauf. Also ihr müsst nur Attack of the B-Team installieren. Mich Bescheid sagen, damit ich euch auf die Whitelist schicke. Und dann dürft ihr auf dem Server machen, was ihr wollt. Eigentlich außer eben griefen oder stehlen oder sonst irgendwas. Andere böse zu anderen sein oder sonst irgendwas. Und wenn ihr erwischt werdet, ich habe einen Kollegen, der mag so Sachen nicht. Wenn ihr erwischt werdet, dann heißt es fertig mit dem Server für euch. Und das wäre ja nicht so gut. Also ich werde das Ding nicht nehmen, das Silber. Das weiß ich noch nicht, was ich nehmen soll.
Ich werde schon mal hier das Eisen nehmen. Auch wenn es zu viel wäre. So viel brauchen wir gar nicht. Und hier haben wir noch ein bisschen Fossilien. Ah, die können wir so nicht abbauen. Also ihr seht, dass die Erzbrocken sind recht groß. Die Erzvorkommen. Hier haben wir irgendwo Wasser. Ist eigentlich gar nicht mehr so laut. Ich könnte es höher stellen. Ja, jetzt hört man es auch besser. Das fällt mir natürlich nur ein, wenn ich es wirklich merke. So, hier könnte man hochgehen. Machen wir aber nicht. Ich werde hier einfach mal zubauen und hol mir dann die Diamanten, wenn ich es kann. Das Eisen lassen wir mal hier. Jetzt gehen wir nach oben. Wenn wir können. So, jetzt können wir. Also hier werden wir alles mit Ding voll machen. Mit mit Weizen und alles mögliche, also Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite, also im Wald, werden wir dann Bäume anpflanzen. Also hier natürlich auch Bäume anpflanzen, aber nicht so. Die Rinde möchte ich gleich wieder hier hin tun. So. Also die Rinde sieht ein bisschen anders aus, das kann ich gut merken. Dann machen wir hier eins nach oben. So. Also. Wir haben eigentlich relativ viel Kohle. Tun wir mal das hier rein. Ein bisschen nehmen wir raus, vier nehmen wir raus. Und das Eisen. Ja, machen wir gerade das volle Stack hinein. So, und so lange können wir mal hier das Gras wegmachen. Ah, ich liebe die Nacht eigentlich, wenn ich nicht gerade Monster anhabe, weil die Monster sind schon ein bisschen nervig. Und ich möchte ja eigentlich Minecraft spielen wegen dem Bauen und dem Entdecken und so, nicht wegen den Monstern. Und deshalb werde ich die Monster einfach anmachen, wenn ich ein bisschen weiter weg bin und auch gerüstet bin. Und ja, dann werden wir unseren Spaß so haben. Werden wir natürlich auch eine Monsterfarm bauen und so weiter. So. Brauchen wir nicht. Gut. Jetzt direkt mal hier eine Eisenhacke Spitzhacke machen und eine Eisenhacke. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch Weizen für das Ding, für den Eimer. So, Reis könnte ich anpflanzen. Ich werde die Farm natürlich nicht so effektiv wie möglich machen. Ich werde sie partiell machen. Aber auch nicht so umfangreich. Ich könnte die Farm natürlich auch ein bisschen unterirdisch machen. Das ist natürlich kein Problem.
So, jetzt haben wir, denke ich, mal genug. So, dele. Also. Das nicht, das nicht, das nicht. Die. Dann machen wir Tomaten noch. Und Strawberry. Belladonna. Ne, Belladonna brauchen wir nicht. Das ist Witchery, das müssen wir dann später machen. Aber es ist nicht so vonnöten. Hasenglöckchen und Bluebell. Bluebell ist Akrifis, Artifis und das ist Natura. Mhm. So einen Eimer, machen wir zwei Eimer. So, das machen wir rein, das Reis nehmen wir raus. Und jetzt tun wir Wasser holen. Oh. Ja, da vorne. Nein. So, Wasser holen und Wasser holen und zurücklaufen. So, ich werde hier mal beginnen. Und so einen Streifen machen. So. Aber natürlich daneben irgendwo. Ich denke hier einen unendlichen Brunnen bauen. So. So, das reicht schon mal. Und jetzt Hacke, Hacke, Peter. Schnitt, schneid ihn den Schniedel ab. Du Klaus von Peter. So. Dann können wir eigentlich hier nochmals 1, 2, 3, 4 und hier nochmals aushöhlen. Aber da machen wir jetzt noch kein Wasser rein. So. Hier haben wir sehr viel zum... Ah, hier braucht es noch Wasser. Ein bisschen Wasser braucht es hier schon. So. Sonst gehen nämlich diese kaputt. Wenn zur Erde. Sehr schön. Also hier kommt Weizen hin. Das ist sehr wichtig. Weil das am nächsten an unserem Haus ist. Und dann werden wir Strawberry hier drüben bauen, anpflanzen und Tomaten auf der anderen Seite. Sehr schön. Und das Reis werden wir hier hinten anpflanzen. Gut, also haben wir das schon mal. Und jetzt werde ich noch kurz den Eimer füllen, aber jetzt diesmal hier hinten. Diese Kaktusse will ich noch nicht weg haben. Einen Eimer werde ich füllen und den mitnehmen. Der andere Eimer kann hier bleiben. Und jetzt zuerst mal den Diamanten holen. Das Diamantenvorkommen und ja, dann mal das Haus ein bisschen kreieren. So, mit dieser Hacke bitte. Also, hier müssen wir auch zumachen. Wir werden hier irgendwo
mal runtergraben. Diese Erze brauche ich alle noch nicht. Ich gehe mal hier rein und schaue mal, was es hier für Erze gibt. Ein bisschen Eisen können wir noch mitnehmen. Also ich weiß leider noch nicht viel mit den Erzen anzufangen, aber natürlich kann man das alles nachschauen, wofür wir solches Zeugs brauchen. Und zuerst will ich mal herausfinden, wie man einen Macerator macht oder sonst irgendwas und einen Plattdrücker irgendwie so. Pff, keine Ahnung. Wo die Metalle ein bisschen anzieht. Aluminium. Kohle. Mal bald ein bisschen Obsidian holen, wenn wir eine Diamantspitzhacke haben. Die können wir ja schon herstellen, aber wir benutzen sie noch nicht. Ich will ja eigentlich nicht nach oben. Hier ist ja Schluss gewesen, genau. Redstone brauchen wir nicht. Die holen wir später dann, sonst haben wir wirklich keinen Grund mehr, weitere zu holen. So, gehen wir mal hier runter. Hier haben wir diese Fossilien. So, hier haben wir auch noch Fossilien. Wenn man die wegmacht, kann man die einsammeln, ja. Stalagmiten sammeln wir mal. Einfach zwei. Mehr brauchen wir nicht. Ich möchte noch ein bisschen Gold haben und sonst irgendwas. Ja. Also fängt schon mal gut an. Also ich mag die Gegend hier. Es ist sehr schön und ja, es ist halt bequem, ohne also auf Peaceful zu spielen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr ja das gegen Peaceful habt, da dürft ihr das gerne ein bisschen denken. Da können wir natürlich auch ein bisschen auf einen anderen Schwierigkeitsgrad bauen. Aber ich könnte mal Game Mode eingeben. Nicht Game Mode, Game Rule. Da mache ich Do Mob. Nein, Mob Griefing. Mob Griefing Files. So, damit die Creeper nicht unsere Gegend zerstören. Aber eben nur, wenn ich abseits vom Ding bin ich. Abseits von dieser Ding würde ich es anmachen. Das ist unser Friendly Zone. Hier darf wirklich nichts spawnen, was böse ist. So, haben wir schon was? Nö. Dann holen wir noch mehr Diamanten. Oh Gott. Ich finde es schon ein bisschen übertrieben, aber ja, solange es zweckmäßig ist. Ah, jetzt sind wir hier. Sehr schön. Hier haben wir Sand, hier haben wir nichts. Hier haben wir Wasser. Da ist noch nichts gewachsen. Ich könnte hier noch ein paar bisschen Stein abbauen.
Und dann werde ich das mit Erde füllen. Und wir werden natürlich sehr oft mit Carpenter Blocks und Mikroblocks arbeiten. Aber das auch zum gegebenen Zeitpunkt. Weil wir brauchen schon extrem viel Holz. Da müssen wir wahrscheinlich dann da hinten, hinter dem Hügel, sehr viel Holz anbauen. Oh, das ist nicht so gut gewesen. Ich wollte noch irgendwo das Ding rausnehmen. Glaube ich hier. Die Fossilien. Irgendwo haben wir hier Fossilien. Hä? Ah, dort oben. So, und das Marmor können wir auch dann nochmal abbauen. Oh, hier haben wir eine weitere Höhle. Waren wir hier schon? Nein, scheinbar nicht. Hier haben wir nämlich Gold. Und dann noch Kohle. Ah, wie im Schlaraffenland. Ich mag das schon ein bisschen, aber es ist zu leicht geworden. Ich würde gerne die Erze suchen und nicht einfach haben. Das ist ein bisschen Kritikpunkt. Hier können wir sehr viel Sachen abbauen. Hier haben wir noch ein paar Diamanten. Sehr viele Diamanten sogar. So, wir haben noch nichts voll. Gut. Hier noch abbauen. Oh, ein kaputtes Schwert. Antikes Schwert. Gut. Hier haben wir eine Schlucht mit diesen Bären. Die machen wir in den Keller dann. Und jetzt ist der Wasserfall. Sound hier. Oh, der ist zu laut. Gehen wir bald wieder weg, sonst nervt er zu viel. So. Hier haben wir noch Diamanten, die lassen wir aber. Ich mag nicht so gerne laufen. So, die zwei lassen wir, die können sich ein bisschen ausbreiten. Von mir aus. So, Delle. Muss das so wasserfallartig sein? So extrem laut halt. Hier haben wir auch noch einen Permafroststein. Ah, die kann man einfach nur abbauen und dann mitnehmen. Okay, sehr schön. Und wir haben einen Spawner. Zombie-Spawner. Zombie-Spawner 1. Schauen wir mal auf der Karte. Also hier hat es einen Lavafluss. Da hat es einen hellgrünen Baum. Hier hat es einen Steinkreis. Da hat es im Schatztruhe. Hier hat es einen Steinkreis. Da können wir noch erkunden. Oh, sehr schön, ein Ender-Eier. Und was ist das Schillen der Bahn? Schablone. Machen wir mal die Stalagniten weg hier. Die möchte ich mitnehmen. Das Herz, Schillen der Bahn. Und das noch ersetzen. Einen Whitestone können wir auch noch mitnehmen. Für. Die Schallplatte. Und hier haben wir nichts. Da haben wir schon genommen. Gut. Also, das war ja sehr erfolgreich. Jetzt will ich da noch ein paar Kohle mitnehmen. Und ja, jetzt werden wir etwas sehr Schönes bauen, hoffentlich.
Ich werde ein bisschen abwechseln und mit Rohstoffen experimentieren. Und je nachdem, was mir dann am besten gefällt, werde ich auch ein bisschen öfters benutzen. Hier haben wir Öl. Ah, hier haben wir noch die anderen Beeren. Es gibt noch mehr Beeren natürlich. Jetzt werfen wir raus. Was werfen wir raus? Die Beeren. So. Okay, die anderen Beeren brauchen wir auch nicht. Ja, ihr seht, es ist eine riesen Ding. Hier hat es viel Öl, sehr schön. Ich hoffe, das kann ich dann super einsetzen. Und Diamanten haben wir. Ja, dann nehmen wir die Diamanten auch mit. Hier haben wir überall Öl. Also jetzt gehen wir nach oben. Hier haben wir scheinbar einen Weg nach oben. Ich hoffe, den erreichen wir auch sehr schnell. Hier hätten wir noch Büsche. Können wir die noch mitnehmen? Irgendwie können wir die sicher noch mitnehmen. Ah, das sind die Erfahrungsbüsche, oder? Ja, das sind die Essenzbärenbüsche. Dann legen wir das Redstone weg und nehmen die Essenzbüsche mit. So, ich will kurz die Essenzbeeren essen. Oh, ein Level habe ich bekommen. Gut. Und jetzt gehen wir nach oben. Ja, wie? Dort drüben haben wir recht großer Wasserfall. Den können wir schon mal benutzen. Da haben wir noch andere Büsche. Haben wir die schon? Nein, die haben wir noch nicht. Dann also wieder etwas raus. Wir legen den Stein, brauche ich zum Hochbauen dann. Feuerstein, den werden wir noch viel finden. So, gut, alles jetzt nach oben. So, soll er nicht ertrinken, bitte? Ah, nein, Scheiße. Ich hab's vermasselt. Wir gehen einfach so nach oben. Wir haben genug Steine und Erde. Und bauen das mal später dann ab. Ja, den will ich aber nicht abbauen. Das ist Kupfer. So. Sieht leider ein bisschen schlecht aus, aber da werden wir sicher das Spannendes reinbauen. Wenn wir dann mal ein bisschen mehr Zeit haben. Also, ja, auch die Mittel dazu und so weiter. Aber jetzt gehen wir zurück. Wir könnten die Brücke hier drüber machen. Und so weiter. So, also alles schrotten wir hier rein. Den Drachen werden wir bald mal züchten, wenn es geht. Weil ich habe irgendwelche Probleme mit dem Drachen züchten. Aber ich weiß wie. Also, Gummibaum. Nein, nicht Gummibaum. Ja, okay. Wir würden einfach mal eine Kiste bauen.
die setzen, so hier rein tun. Gut. Und jetzt werden wir eine Dia-Hacke machen. Dia-Spitzhacke und ja, ein Schwert. Ja, ich könnte es eigentlich auch schon vergeuden. So. Weil wir haben immer noch 15. Oh Gott. Ja, 4 legen wir mal weg. Oder 2 brauchen wir noch. 2 legen wir mal weg. Also nehmen wir eh mit. Ja, nein, wir können alle. Wir brauchen die alle nicht. Eisen brauche ich auch nicht. So, legen wir weg. Und jetzt werde ich noch eine Eisenaxt machen. Und eine Eisenschaufel. So. Hacke brauche ich nicht. Diese brauche ich nicht. Diese brauche ich nicht. So herum. Und Eisen brauche ich nicht. Stock brauche ich. So. Was haben wir denn hier? Schon mal ein Strawberry. Und hier ein Tomato. Ist noch nicht reif. Sodele, bauen wir mal unser Haus ein bisschen weiter. Ich wollte ja hier oben den Eingang machen. Und hier bauen wir mal aus. Ich möchte ja hier den Boden machen. Ich muss mal besser schauen. Hier geht es weiter. So, und jetzt ist fertig. Ah, es geht doch noch eins weiter. Gut. Wenn wir ein bisschen Gravel noch nehmen. So. Da hätten wir direkt mal eine Höhle. Genau, das wäre gut, wenn wir hier die Bäume dann die Büsche anpflanzen. Die sind Berries und weiter hinten andere Berries. Hier oben könnten wir auch noch was anbauen. Machen wir den Gravel weg. Weil den Gravel brauchen wir dann für die Straßen. Die machen wir dann mit dem Carbon Mod besser. So. Und später machen wir Straßen aus Asphalt. Und so weiter. Gut. Ich möchte gern irgendwas anpflanzen. Dann haben wir Setzlinge. Wir haben einen Gumbibaum-Setzling. So. So. Und dann müssen wir noch Setzlinge holen. Wie zum Beispiel hier einen Eichensetzling. Und die werden wir dann irgendwo anders anpflanzen. Einen Setzling haben wir hier. Den können wir gleich mal hier wieder ansetzen. Ah, wir haben mehrere. Sehr schön. Ich möchte hier noch, dass das Laub weggeht. So. Also die Krone ist recht schön. Also da oben können wir wirklich etwas machen. Dass das schön aussieht. Und jetzt holen wir diese. Nein, diese Palme werde ich nicht holen, eine andere Palme. Bisschen weiter weg. Diese Baum werde ich mir aber holen. Ich werde diesen Baum fällen. Er ist mein. Er ist mein Messer.
So. Orangefarbene, das sind wahrscheinlich auch orangefarbene. Müsste ich die nicht mitnehmen? Ja, orange. Hier mal ein Ei. So, können wir mal das Huhn anschauen. Mit der Truhe. Oh Gottchen. Das ist ein bisschen buggy. So, diese Palme möchte ich bitte haben. Da haben wir wieder einen Weidenmann. Da drüben. Auch wenn er aus Weizen ist, also eher ein Weizenmann. Aber er heißt einfach Weidenmann, weil er früher für den Krieg eingesetzt wurde. Der wurde dann irgendwo hingesetzt und haben sie ihn angezündet und haben dann ja die Gegner ein bisschen eingeschichtet damit. Haben wir einen Setzling? Bitte, bitte, bitte. Irgendwo einen Setzling. Nein, wir haben keinen. Kommt runter, bitte, kommt runter. Dirt. So, also das ist auch orange. Hier haben wir auch einen Baum. Da könnten wir dann auch mal ein Haus drin bauen. Ich möchte die blauen Setzlinge bitte haben. Ach, wenn wir wahrscheinlich den nie setzen werden. Weil er natürlich einfach nicht so passt. Ich nehme sie mit. Oh lol, hier haben wir auch wieder ein Dorf. Oh, hier haben wir ein schönes Ding. Einen schönen Seestrand. Irgendwas. So, dele. Und gut. Das haben wir. Jetzt gehen wir mal nicht hierhin. Zur Apotheke möchte ich gerne. Ich muss schauen, welche das ist. Das müsste die da vorne sein. Hier könnten wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Wir hier rein die Seeds, die Samen nehmen wir mit. Mammutwurzel brauchen wir auch nicht hier. Nehmen wir hier, nein, der Eisen nehmen wir auch nicht. Die Dornen nehmen wir mit. So, das reicht. Dafür noch hier die Elfen. Und jetzt ist hier die Apotheke. Wieso ist hier kaputt? Nein, hier ist nicht die Apotheke. Scheinbar da drüben. Oh, hier hat sogar einen Schmelzofen. Schmelzofen. So. Was ich jetzt nicht werde, ich werde jetzt nicht hierhin ein Haus bauen, sondern ich werde dort bleiben. Weil halt einfach, wie soll man so schön sagen? Erstens mal ist es hier recht langweilig, weil kein Biom in der Nähe ist. Und zweitens ist es, naja, zu leicht wegen dem Dorf und so weiter. Aber ich werde das Dorf natürlich ausbauen. Später. Wir könnten hier einfach mal ein Haus bauen, das unseren Träumen entspricht und ein Haus dort bauen, wo wir waren und dort, wie sagt man so schön,
die Farm machen und so weiter. Das ist besser. So, gut. Jetzt hätten wir das. Da teleportieren wir uns wieder hin. Und können wieder zurückgehen. Oder wir gehen kurz zum Steinkreis. Nur kurz zum Steinkreis. Ah, den Apotheker wollte ich ja besuchen. Ich weiß nicht, wo der ist. Da oben. Scheinbar schon. So, haha. Ich hab langsam Skills. Ja, hier ist er. So. Spektraler Staub. Ein Apfel. Gut, sehr schön. Hier hätten wir noch Bücher. Können wir die noch mitnehmen? Was nehmen wir denn nicht mit? Wir nehmen nicht mit die Rinde. Dafür hier die Bücher. Oder nur Teil. Können wir machen, nehmen. Nein, sieht halt nicht so schön aus. Nehmen wir alle Bücher mit. Die brauchen wir. Wir brauchen zu viele Bücher. Oh, hallo. Hier haben wir einen Setzling. Was für ein Setzling? Was könnten wir noch weglegen? Ja, ein bisschen Marble. Einen Fichtensetzling. Nee, dann nehmen wir lieber den Marble mit. Oder wir nehmen die Setzlinge mit und dafür den Eichensetzling nicht. Und den Marble mit. So. Weg hier. Wir fliehen von den Dorfbewohnern. Sie schreien uns voll. So. Wir haben eine Fliegermütze. Den können wir aufsetzen, wenn wir den Ding, wenn wir den Drachen haben, können wir die Fliegermütze aufsetzen. So, ja, da ist nicht viel drin. Lassen wir das. Haben wir Fäden? Nein, wir haben keine Fäden. Nehmen wir auch nicht mit. So, sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr erkundet. Und jetzt werden wir hier dann wieder mal anpflanzen. Jetzt müssen wir halt wieder nach oben. Scheiße. Ist nicht so gut. Ich will irgendwo woanders nach oben können. Nein, kann man das nicht besser machen? Zum Beispiel hier. Da machen wir natürlich nachher noch eine. Hier haben wir übrigens die Kiste vergessen, aber das ist egal. Es ist nur Schrott drin. Lassen wir die Kiste. Ja, wir haben keine Kisten. Freien Slot. So. Also, dann machen wir einen Weg zu diesem Dorf. Und so weiter. Ui, hier haben wir schon richtige Pfützen. Ich hoffe, die gehen weg. Machen mal ein Bett, genau. Das wäre noch nicht schlecht. So. Die Öfen bitte, dieses bitte, das Holz bitte. Die Weizenkörner bitte, die Kartoffeln bitte. Die giftigen Kartoffeln können wir, glaube ich, gar nicht setzen. Und die Setzling. Ah, den Setzling haben wir gar nicht mitgenommen, genau. Ich hoffe, den finden wir bald wieder. Also ein Biom mit diesen Setzlingen. So. Ja, drei aus einem. Sehr schön. So, sind die jetzt voll? Nein, eben nicht. Die müssen ausgewachsen werden. Und wir haben ja jetzt hier noch die Samen für hier. Und die Kartoffeln für hier. Ja, es geht nicht. Das war klar.
Sehr schön. Machen wir einen super schönen Garten, den wir dann noch natürlich ausbauen. Gästensamen werden wir nicht machen. Die Öfen werden wir platzieren. So, und ja, jetzt ist es so ein längerer Part geworden. Ich hoffe, er geht nicht lang zum Hochladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bye.